Hallo Alex, Hallo Marco. schön, dass auch du dir heute die Zeit für unser kleines Background-Spezial genommen hast. Wie du sicher auch weißt, hat ja unsere Interviewreihe dieses Background-Spezial hier hervorgebracht. Wir haben mit Enes ein Interview geführt und auch mit ein paar weiteren Studierenden. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben so viele unterschiedliche Menschen hier mit unterschiedlichem beruflichen Werdegang, unterschiedlichen Denkweisen. Und das wollen wir hier mal noch ganz klar verdeutlichen in dieser Reihe. Mit Enes haben wir angefangen, der als Erzieher gestartet hat, mit Kim weitergemacht, die von der Hauptschule bis zum Masterstudiengang hier einige spannende Stationen durchlaufen hat. Und daher dich vielleicht auch noch. Sicher auch einen spannenden beruflichen Werdegang. Und ich starte direkt mit der Frage, wie sieht so dein beruflicher Werdegang aus und wie bist du dann hier am HAZ gelandet? Ja, also ich habe angefangen mit einem allgemeinen Abitur, hatte da gar keine Berührungspunkte mit IT, wusste danach gar nicht so wirklich, was möchte ich eigentlich machen. Habe dann ein duales Studium begonnen mit der Fachrichtung BWL Industrie, war dann 2015 fertig, hatte aber auch während dem Studium so gar keine Berührungspunkte mit IT und habe dann einfach mal angefangen zu arbeiten. Okay, und einfach angefangen zu arbeiten, also heißt, in welchem Umfeld hast du dich da bewegt und wie lange hast du da gearbeitet und wie kam dann der Twist so ein bisschen, dass er gesagt hat, hey, ich muss noch, ich sollte noch, ich will noch einen Master machen? Genau, ich habe dann in der Produktion angefangen, genauer gesagt in der Fertigungssteuerung. Habe da ganz viele Themen so betreut, wie eben so die Fachbereichsseite immer aussieht. Also ich bin quasi die Schnittstelle zur IT, arbeite dort jetzt auch schon 7 Jahre in der Position und betreue quasi aus Fachbereichsseite alles, was so systemseitig in der Fertigungssteuerung oder eben in der Produktion umgesetzt werden muss. Habe dann so schnell gemerkt, es war schon cool, die Fachbereichsseite zu sehen, aber ich fände es schon spannend, auch mit den ITlern einfach das bisschen besser verstehen zu können, wovon reden die immer, worum geht es da genau und was ist einfach auch aus meiner Perspektive wichtig, also wie muss ich die Anforderungen formulieren, damit sie auch auf der IT-Seite richtig verstanden werden. Okay, spannend. Also bist du ein bisschen in den Beruf reingewachsen. Der macht ja auch Spaß. Aber letzten Endes hast du dich so entschieden, okay, fällt doch noch ein Stück, das ich gerne hier mit diesem Studium erlernen möchte. Kann man das so Genau, zusammenfassen? richtig. Also gerade auch so im Produktionsbereich ist natürlich auch wahnsinnig spannend, was da so in den letzten Jahren passiert, auch mit den ganzen neuen Technologien, die neuen Möglichkeiten, die man einfach hat. Es wird einfach auch im Produktionsbereich immer mehr. Und da fand ich es einfach wahnsinnig spannend, da auch ein paar neue Impulse zu bekommen und da einfach mehr mitzubekommen, was läuft da im Moment eigentlich alles. Okay, das verstehe ich. Das macht absolut Sinn, ist absolut spannend, mal aus der Perspektive das zu sehen. Also kann man zusammenfassend sagen, du hast auf jeden Fall noch Chancen in diesem Master gesehen, dich in die IT-Richtung weiterzuentwickeln. Da stelle ich jetzt mal konkret gleich die Frage, gab es für dich auch, ich sage jetzt mal, man wägt immer ab Chancen und Risiken, also deine Bedenken, sage ich jetzt mal, auch hinsichtlich, du hattest ja dann schon IT-Berührungspunkte, aber hattest du da eventuell Bedenken, dass du nicht genug Vorkenntnisse hattest um dieses Studium, ist ja immerhin Wirtschaftsinformatikstudium, dieser Master erfolgreich zu absolvieren? Ja klar, also zu Beginn auf jeden Fall, vor allem weil ich ja gar keine Grundkenntnisse im IT-Bereich hatte. Da war es für mich natürlich schon spannend, was kommt auf mich zu? Ist das überhaupt möglich, mit so einem reinen BWL-Hintergrund das zu machen? Oder wird es dann irgendwie zu schwierig, weil es einfach schon zu tief einsteigt? Also da habe ich mir auf jeden Fall dann Gedanken gemacht, ob das überhaupt umsetzbar ist. Okay, und vielleicht kombiniert noch meine letzte Frage das Ganze, aber wie würdest du sagen, wie hat sich das entwickelt? Also du studierst das jetzt schon ein Jahr. Was sind so deine Erfahrungen? Ist möglich oder ist eher schwierig? Ja, also es ist auf jeden Fall möglich und wie du bereits zu Beginn gesagt hast, ist ja das Coole einfach auch, dass wir so viele unterschiedliche Backgrounds haben. Also es kommen so viele unterschiedliche Leute zusammen, aber gerade durch die Gruppenkonstellation ist es dann eben auch möglich, dass die, die weniger Erfahrung haben, von den Leuten profitieren, die sich einfach schon besser auskennen. Natürlich muss man auch selber immer etwas machen, aber ich glaube, das gehört einfach dazu. Und so finde ich, dass durch die ganzen Gruppenarbeit und alles ist schon cool, auch für uns BWLer oder einfach Leute, die keinen IT-Background haben, dass wir mit den Aufgabenstellungen klarkommen. Super spannend. Stichwort, man muss dann auch mal selbst was machen. Geh mal vielleicht in die Alex von vor einem Jahr in einem Entscheidungsprozess hinsichtlich Masterstudium Digital Business Management.
Was würdest du dir oder Menschen mit deinem Background als Tipps mit auf den Weg geben, wenn sie jetzt genau in demselben Entscheidungsprozess sind wie du damals? Was hättest du dir für Tipps gewünscht? Und vielleicht auch so ein bisschen noch, was, ja, wie soll man sagen, was macht oder was hat für dich den Erfolg jetzt mitgebracht für dieses erste Jahr, diese ersten beiden Semester schon mal hier durchzustehen, erfolgreich zu absolvieren? Ja, einfach mutig sein, mal Neues ausprobieren, sich einfach auch mal das zuzutrauen. Gerade so unser Warnmodul AI, da dachte ich am Anfang auch, oh je, also wie soll das nur werden? Und es war so, jetzt rückblickend für mich, bisher das coolste Erlebnis, weil es einfach so cool war, von null anzufangen, sich das dann irgendwie anzueignen und dann am Ende hat man ein Ergebnis, es funktioniert, es kommt das raus, was man eigentlich wollte. Von dem her, glaube ich, ist einfach wichtig, sich einfach zu trauen, das auszuprobieren und der Rest kommt, glaube ich, dann von alleine. Wahnsinn, also vielen Dank für deine offenen Worte an der Stelle. Ich denke, wahnsinnig gutes Schlusswort und daher nochmal vielen Dank für deine Zeit. Gerne.